Ja, hallo zusammen. Wir sind wieder hier auf der Hoftalbauer. Ja, Leute, ich kann auch keinen Dünger oder sonst was kaufen, wenn ich natürlich, sag ich mal, den Trigger nicht gesetzt habe. Ist ja ganz klar. Beziehungsweise hatte ich die Hotspots ausgeblendet. Das habe ich auf einer anderen Karte gemerkt. Und ich denke, du kannst ja hier nicht drei Karten haben, hier ohne Händler. Ja, so läuft's. So läuft's schon mal. Wenn man nicht so ganz dabei ist, wa? Scheint. Gut, Kalk. Kornkalk, Mineraldünger. Kaufen wir mal ein, müssen wir ja. Denn wir müssen noch ein bisschen düngen. Oh, geht genau passend auf. Wunderbar. Das ist schön, dann muss ich nochmal hier extra hinfahren zum wieder einsammeln. Ja, sehr cool. Huch. Fahren wir jetzt mal wieder. Hier retour zu meinem Feld hier. Ich meine, die Autos, die sind hier auch so flott unterwegs. Das ist schon erstaunlich. So. Da haben wir noch einen kleinen schmalen Streifen zu machen. Ich denke mal, sollte dann mal so gehen, und da bin ich wirklich froh, dass ich hier, ja, ich da nicht früher drauf gekommen bin. Das ist mir ein Rätsel wieder mal. Aber das sieht man mal, was man manchmal so im Köpfchen hat, oder auch nicht. Ja, da wird das hier schon mal hin erledigt. Das heißt, wir müssten die Wiese mal noch ein bisschen kalken. 3000, ich bräuchte den Kalkstreuer einen vernünftigen. Das wäre jetzt noch so eine Maßnahme. Ich mal wieder hier so noch dermaßen reinbuxiert kriegen. Aus dem Weg fahren. Ich glaube, für den Kalkstreuer müssen wir noch ein größeres haben. Da müssen wir noch ein größeres haben. Wo müssen wir mal gucken, was wir da überhaupt nehmen für einen. Düngetechnik, Düngerstreuer. Bretal. Wir haben hier, glaube ich, gar nicht so viel. Den Bruns, den könnte man eigentlich mal nehmen. Ja, den finde ich schon sehr schlecht. Liter. Trelleborg. Finde ich die Reifen fast noch besser. Jo. 24 Meter, 25.000.
Ja, den nehmen wir mal. So, dann Kalb dabei. Kalb dabei. Kalk. Warte mal drin, 2000 Liter, 4 Stück. Ich glaube, so, hier wird man jetzt mal, ich will jetzt mal hier die Walze mal kurz parken. Hier auch kein schlechter Traktor, aber wie gesagt, so richtig ausgereift finde ich sind die Deutz-Traktoren nicht so. Die wir hier so als Mod haben, also in der Youngtimer-Klasse. Aber naja, ich probiere es ja auch mal immer weiter, dass ich mal irgendwas noch gebastelt und gebaut kriege. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe da echt ganz wenig Ahnung von und beneide da jeden, der sich da so ein bisschen behelfen kann, sag ich mal. So, hier machen wir hier bei den ersten so. Sind wir hier reingefahren zum Händler. Oh, ich glaube ja, waren wir hier reingefahren. Bin schon mal gespannt, wie viel wir hier so jetzt verbrauchen werden auf der Wiese. Das Zeug ist ja auch immer relativ zügig weg. Da bin ich echt mal gespannt. Auf die nächsten zwei müssen wir ein bisschen näher anfahren. So. Machen wir das Ding noch mal einmal voll. Leute, ich hoffe, euer Tag geht bisher. Und ihr habt einigermaßen ruhig. Ich hatte heute mal gedacht, hier scheint mal die Sonne, jetzt kommt schon der Regenwolken. Nicht so schön, obwohl man darf sich nicht beschweren. Wir haben so viel Sonne gehabt, also wir brauchen noch dringend den Regen. Gerade für alles, obwohl ich mir auch schon so manchmal ein bisschen Sorgen mache, wenn ich hier unsere schweren Berge sehe, die jetzt alles hier so leer gehorst sind von vorne bis hinten, wo wirklich nur noch, ja, ich sag mal hier so eine Kleinigkeit an so kleinen Stämmchen da sind, das ist nichts bewachsen. Da frage ich mich, ob die, wenn die mal hier so eine Woche lang aufgeweicht werden vom Regen, ob die das, die Hänge halten.
ist unsere Wies. Ja. So, dann wollen wir doch mal anfangen mit Ausbringen hier. X und dann B. Hier ist aber noch alles irgendwie im grünen Bereich, ey. Habe ich denn da gelesen? Streut der hier nix? Ist aber schön animiert. Das muss ich sagen. Und dann schieben wir wieder zu. pH-Wert okay. Aber ich stehe eben auf dem anderen Feld. Ich habe hier trotzdem das hier so. Relativ einen Schritt schneller. Relativ kühl ist. Ich habe hier eine Fliege hin. Eine einzige. Ich weiß nicht, wo die hier kommt. Die ist penetrant. Ist schon schlimm. Hier war doch auch alles gut. Das scheint mal gut. Hinten in unserer großen Wiese. pH-Wert schlecht. Stickstoff schlecht. Müsste also beides hier gemacht werden. Okay. Wir wünschen hinten doch erstmal kalken. Ich meine, beim letzten Spielstand wäre ich hier auf der Wiese gewesen. pH-Wert neu. 0. 5,125 ist ja ein. Sag ich mal in Ordnung, aber 0. Trotzdem noch okay. Ja gut. Ich glaube, oben bei der Wiese können wir einige Mal fahren. Ich glaube, da werde ich dann noch einiges kaufen müssen. Das ist auch wieder hier clever und smart. Da fährt über das Feld. Und da ist der Weg. Allerdings könnte man das auch mit Dings machen, Cosplay. Vorgewende nochmal. So, weich. Generiere Feldkurs. Zack. Zurück. Job starten. Zurück. Könnte ich gleich schon mit dem Kleinen, der jetzt im Dünnen geht. Wäre auch mal eine Maßnahme. Oh, macht aber sehr weich diesmal. Nicht mehr gelassen. Ja, schön. Knallhart weich. Sehr schön. Hier doch wieder mit. Die Ostdoppeln. Ist, schöner kleiner enger Hof, muss man wirklich sagen.
Der hat mich schon einigermaßen weggebolzt, Mike. Ich bin wirklich mit der Autos hier rüber gefahren. Da war ich schon wieder baff. So, könnt ihr mal einen Weg benutzen. Geht er hier vorbei. Sache, lass man einmal fahren. Ich glaube, wir lassen einmal hier entlang fahren. Guck mal, auch der kauft Kalk. Da habe ich gerade umgestellt. Naja, dann ist jetzt für die Wiese hier mal so. Einkaufen. Wir hätten auch kaufen müssen. Ganz klar. Und dann denke ich, rente doch auch wieder. So. Könnten wir jetzt theoretisch hier hinterher fahren. Ich glaube, wir sind ein bisschen flotter wie der. Wie er hier vor uns. Aber ich glaube, man hätte mir den überholen werden jetzt. Auch noch ein paar dünne Stufen in den Bursche hier. Aber die hat ich am Anfang auch nur mal so gemäht, dass man mal so ein bisschen was hat. Der Düngverbrauch, der geht aber hier eigentlich noch. Das ist auch schon mal deutlich schneller weg. Muss ich da mal sagen. Bin ich froh, dass ich hier keine Verlust hier irgendwie dran gemacht habe an den Düngestreuer. Sonst wäre er wieder hier. Dann packt das nicht mehr vom Gewicht her. Das hat halt schon mal irgendwo. Hier war die Steigung drin. Hier war die Steigung drin. Genau. Da haben sie also ein bisschen mit zu kämpfen.
beim Ballenpressen hatte ich doch Probleme. Heißt, ich würde mal gucken, ob wir bei der nächsten Wachstumsstufe vielleicht auch schon genug Gülle haben zum Ausbringen. Oder ob wir das nochmal schön hier mit Mineraldünger dann machen. Ja, ich sehe, die Form ist noch immer so ein bisschen so zwischen 14 bis 22, 23 Minuten. Ich würde mal gerne irgendwas fertig kriegen. Weil, damit man nicht hier immer noch so eine halbe nächste Folge irgendwo fortschleppt mit irgendwelchen Restarbeiten. Obwohl das könnte auch gerade so aufgehen hier mit dem Düngen, stelle ich so mal fest, 25% noch, wir haben noch eine halbe Bahn. Gut, hier bei den Schmalstreifen geht das jetzt so viel drauf. Aber da schauen wir doch einfach mal. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich die mal so 15 bis 20 Minuten lang mache, die Folgen, und dann dafür dann hier, ist das schon die Offline, so ein bisschen fertig machen dann. Weil ihr müsst mich ja auch so lange ertragen immer, ist auch schlecht. Ich bin mal gespannt, so wie das jetzt so mit der Zeit so ankommt oder auch nicht. Wie gesagt, wenn irgendwas ist, dann schreibt mir bitte Kommentare dafür. Wäre ich euch sehr dankbar. Natürlich muss ich auch noch mal ein bisschen noch an meiner Ausrüstung arbeiten. Die ist jetzt alles so, ja, Standard kann man jetzt sagen. So. 12% übrig. Ja gut. Dann würde ich sagen, danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.